der erste Punkt, den ich ein bisschen genauer beleuchten möchte, ist unsere UL-Serie, die unter der Überschrift UR Unlimited steht. UR Unlimited, das hört sich erstmal sehr gewagt an, denn was verbindet man damit und was wollen wir damit ausdrücken? Die UL-Serie zeichnet sich aus, dass wir eine Zielgruppe adressieren wollen oder einen Nutzen schaffen wollen, der wirklich die Vorteile eines Notebooks, also die Mobilität, die Funktionalität, auch wirklich damit verbindet, dass ich auch in der Lage bin, dieses Notebook entsprechend lange zu nutzen, sprich die Batterieleistung und die Akkulaufzeit. Ich lasse hier einen Vertreter, gleich mal, also eine Vertreterin mit einem Vertreter durch die Reihen gehen, unser UL30, das heißt unser 13 Zoll Produkt, auf das ich im weiteren Verlauf ein bisschen genauer eingehen möchte, aber Sie werden selbst sehen, dass es sich lohnt, dieses Gerät tatsächlich auch mal in der Hand zu haben. Das heißt, es geht wirklich darum, auf der einen Seite Funktionalität, Portabilität und eben auch die Akkuleistung so zusammenzubringen, dass man einen sinnvollen Mix hat. Die UX-Serie, die wir ja bereits vorgestellt hatten in den letzten Monaten, war noch konsequenter auf das Thema Style ausgelegt. Das heißt, Sie werden sehen, die Produkte sehen zum Teil relativ ähnlich aus, unterscheiden sich dann aber doch in bestimmten Detailthemen. Der wichtigste Punkt ist die Akkulaufzeit. Bei der Entwicklung der UL-Serie war wirklich eines der Hauptziele unserer Ingenieure, ein Produkt zu entwickeln, das möglichst lange Batterielebensdauer bietet, damit ich eben auch wirklich in der Lage bin, dieses Produkt einen ganzen Tag lang zu nutzen. Die Aussage über 12 Stunden Akkulaufzeit bezieht sich in diesem Fall auf unser UL30-Gerät und auch das ist immer so ein Punkt, nach welchen Werten wurde gemessen, welche Einstellungen waren da, wie war das Display eingestellt und. Das sind natürlich alles Themen, die Sie entsprechend kennen. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass schon die ersten Tests, Hardware-Tests zu finden sind und dort werden Sie also auch von objektiver Stelle her lesen und sehen können, dass wir mit dieser Aussage nicht übertreiben. Und gestern Abend hatten wir so ein kleines Dinner in einer Runde und dort kam die Aussage, deswegen zitiere ich das jetzt nur, nicht, dass das von mir kommt, sondern ich zitiere nur, dass das derzeit die beste und längste Akkuleistung ist, die derzeit ein ULV-Notebook bietet. Das heißt, was tun wir dazu, um das zu erreichen, auch bei größeren Formfaktoren, in diesem Fall das 15-Zoll-Modell. Wir setzen zum einen, wie gesagt, konsequent auf die CULV-Technologie von Intel auf die 7000er-Prozessoren, das heißt also zwei Kernprozessoren, sodass wir eben dort einen wirklich optimalen Mix aus unserer Sicht zwischen Leistung und Batterielebensdauer haben. Wir haben eine austauschbare Batterie bei der UL-Serie, auch das ist ein Unterschied zur UX, ja, also nicht fest integriert, sondern entsprechend austauschbar, standardmäßig bei uns mit einem 8-Zellen-Akku, der eben die entsprechend lange Laufzeit gestattet, ausgerüstet. Asus Power4Gear, unser Software-Tool zur Steuerung der Energiemöglichkeiten, die ich habe bei dem Notebook, entsprechend ausgereift und optimal abgestimmt auf die Hardware. Dort werden eben entsprechend die Prozesse effizient sortiert, geordnet, in Idle Modes gesetzt und so weiter, sodass ich auch dadurch eben die Akkulaufzeit eines solchen Geräts verlängern kann. Asus Graphics Boost, der letzte Punkt, den ich noch ein bisschen detaillierter beschreiben möchte. Es wird die UL-Serie in unterschiedlichen Varianten geben. Zum einen, was die Zollgrößen angeht, zum anderen, was die Ausstattung angeht. Das heißt, wir werden Produkte haben, die über eine reine Shared-Architektur der Grafik verfügen, also eine integrierte Grafik und eben auch zwei Modelle im 14- und 15-Zoll-Bereich, die über eine dedizierte Grafik verfügen. In diesen Fällen ist es so, dass wir eine entsprechende NVIDIA-Grafik verbaut haben, die standardmäßig auch aktiviert ist, aber sobald ich das Gerät vom Netz nehme, im Rahmen der Energiesparmodi, die ich aber auch selber definieren kann, automatisch auf die Shared-Grafik zurückschaltet, das heißt also die dedizierte Grafik ausschaltet, um eben entsprechend Strom zu sparen. Das Ganze geht auch auf Knopfdruck, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, zum einen, wie gesagt, über die Software das Ganze einzustellen, zum anderen aber auch ganz gezielt über einen Knopfdruck die Grafik ein- und auszuschalten. Dadurch habe ich eben die Möglichkeit, das Ganze sehr gezielt und nach meinem persönlichen Empfinden zu steuern und einzustellen. Ja, Portabilität, ganz entscheidender Punkt, in Fakten jetzt auch auf das UL30 bezogen. Wir haben eine Höhe von unter 25 mm am breitesten Punkt des Gerätes. Sie können sich das, wie gesagt, nachher nochmal im Detail anschauen. Und im vorderen Bereich, also ist so ein bisschen
ja, nach vorne zu oder nach hinten aufgefächert vom Design her, sodass wir vorne unter 15 mm sind und hinten knapp unter 25 mm. Also ein extrem dünnes Produkt, das wir haben und mit 1,7 Kilogramm auch entsprechend leicht. Ja, Funktionalität. Zu Funktionalität gehört natürlich auch Konnektivität. Das heißt, in diesem Produkt bringen wir eigentlich alles unter, was ich benötige, um entsprechend Peripheriegeräte zu nutzen oder Monitore anzuschließen. Das erwähne ich deswegen nochmal, weil es in einem Gerät in dieser Klasse ungewöhnlich ist, dass sowohl VGA als auch HDMI als Anschlüsse zur Verfügung stehen, sodass man dort neben den Standardanschlüssen USB und so weiter eben auch die Möglichkeit hat, wirklich auf alle Anschlussmöglichkeiten für einen externen Monitor zurückgreifen zu können. Weitere Highlights, zum einen die Chiclet-Tastatur, also das ist übrigens dieses Thema Chiclet und Chocolate. Ja, die Chocolate-Tastatur ist im Endeffekt die Tastatur, wenn man drauf schaut, die entsprechend breite Tasten hat und wie eine Schokolade unterteilt ist in die einzelnen Bereiche, also an den Seiten nicht abfällt. Und die Chiclet-Tastatur ist eben entsprechend in das Gehäuse mit eindesignt. Das heißt also, die Tasten kommen wirklich nur an den Stellen aus dem Gehäuse heraus, wo sie auch im Endeffekt benötigt werden. Es gibt darum keine Leerplätze, was wiederum den Vorteil hat, auf der einen Seite ist es schick und auf der anderen Seite kann so eine Tastatur auch deutlich weniger verdrecken, weil eben an die Seiten in die Tastatur keine Schmutzpartikel hereinfallen können. Multi-Touchpad, auch das ist ein Punkt, der neu ist bei der UL-Serie. Das heißt, ich habe also wirklich die Möglichkeit, auf dem Touchpad auch mit zwei Fingern zu arbeiten und entsprechende Befehle über das Touchpad weiterzugeben. Last but not least, für einen vernünftigen Sound haben wir auch gesorgt. Alte Glensing-Lautsprecher in der UL30 sorgen für einen vernünftigen Klang. Ich habe also im Endeffekt in diesem Produkt alles vereint, was ich brauche, um damit frei und unlimited unterwegs zu sein in jeder Hinsicht. Ein weiteres Feature, was jetzt bei der nächsten Generation mit dazukommen wird, auch ein Asus-exklusives Feature, ist die Asus Turbo 33-Technologie, ist im Endeffekt vereinfacht ausgedrückt eine Übertaktungsmöglichkeit der CPU. Das bedeutet, ich habe hier eben die Möglichkeit, wenn ich eben mehr Leistung benötige aus irgendeinem Grund, hier wirklich dieses Feature zu nutzen und entsprechend zu starten. Und Sie haben hier beispielhaft ein paar Testergebnisse von uns stehen, die bis zu 35% im CPU-Score eben nach oben gehen. Schwankt natürlich alles ein bisschen, aber der Name 33 soll eben auch wirklich einen Hinweis auf das Potenzial dieser Technologie geben und die entsprechenden Auswirkungen natürlich auf die entsprechenden anderen Benchmarks. Das Ganze wird auch wieder über unsere Power4Gear-Software gesteuert. Das heißt also, ich kann das Ganze wieder speziell und einfach aktivieren oder deaktivieren. Ein Screenshot einmal von der Oberfläche, die wir haben, gibt es im Endeffekt. Gibt es unten einen Turbo-Modus, einen Knopf, den ich einfach aktivieren kann oder deaktivieren kann. Also auch wirklich alles völlig einfach zu handhaben. Wir bieten das Gerät in unterschiedlichen Farben an. Sie haben gerade eben beide Varianten einmal kurz gesehen, wie gesagt, nachher gerne noch ein bisschen länger. Es gibt einmal eine Variante in gebrushtem Aluminium, in Silber und zum zweiten in einem schwarzen gebrushten Aluminium. Das ist auch echtes Aluminium, das heißt, die Qualität und Verarbeitung des Produktes ist extrem hochwertig und auch entsprechend robust. Somit haben wir eben auch bei einem Produkt, was viel unterwegs sein wird, was in diesem Fall ja auch so sein wird, die entsprechende notwendige Sicherheit, dass Sie dort auch entsprechende Stabilität haben. Noch ein paar technische Spezifikationen, da würde jetzt wahrscheinlich der Haris Musemitsch so richtig tief eintauchen. Ich möchte das an der Stelle mehr an der Oberfläche einmal kurz kratzen. Wenn Sie weitergehende Informationen haben dann, oder haben wollen, kommen Sie gerne nach auf mich zu. Ansonsten haben Sie natürlich auch die Presseinformationen mit den jeweiligen Detailinfos drin. Wichtig an sich nochmal, wir bringen ein komplettes Line-up der UL-Serie. Wir bringen ein 12 Zoll, 13 Zoll, ein 14 Zoll und ein 15 Zoll Gerät, sodass wir wirklich in jeder Größenordnung ein entsprechendes Gerät anbieten können. Die UL20 und UL30 sind ohne optisches Laufwerk, UL80 und UL50 jeweils mit optischem Laufwerk. Also eine spannende Serie, spannende Produkte und ich gehe davon aus, dass wir auch mit den Preispunkten, die ich ja nicht nennen darf, wirklich unterwegs sein werden in einem Bereich, der eben wirklich erschwinglich ist und in der Kombination von Design und Leistung dort sicherlich eine ganze Menge Kunden finden wird.